Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir immer gleich. Hier Rumble Time, Gilde Nummer 2. Sofort und gleich YouTube 2 gegen The Wicked Guild. So, und dann würde ich mal sagen, dann fangen wir auch gleich mal damit an. So, auf los geht's los. Super, ich habe die Automatik noch drin. So. Alles klar. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn da? Terrestrial Cycling. Oh, fangen wir doch einfach mal mit der Dodgeball Louise an. Dann haben wir Peter. Und ein Baseball Peter. Stuffington Academy. Alles easy. Ein Roger. Und das war's. Match Nummer 1 gegen Smoking gewonnen. Nächster Kampf. Gegen Oliver 1. So, da fangen wir mal an mit einer Tina. Dann hab. Oh, schlimme Tina. Da brauche ich gar nichts mehr zu machen. Da kann ich einfach nur durchskippen jetzt hier. Und dann ist das Ding gelaufen. Geil, Mann. So, nächstes Match. Perfekt. Fans of Nudity. Okay. Also ein Fan vom Nackig sein. Würde ich jetzt einfach mal so auf Deutsch übersetzen. Nackige Fan. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Ein Baby Bender und ein Hank Hill. Und ja, eine Blindsball noch da drauf und dann war's das. Fertig. Gegen Fans, gegen den nackigen Fan. So, und weiter geht's. Ah, so, nächster Kampf. So, was machen wir jetzt hier? Wir machen hier einmal. Oh, der Bandit Bob ist natürlich eine geile Sache. Mit dem können wir. Das reicht nicht ganz. Das reicht jetzt nicht ganz, um den wegzukommen. Ich mache jetzt erstmal den Eugene Belcher. Und dann machen wir hier den Gagaball drauf. Jetzt hier einmal eine Powertucket Patriot Ale. Dann da hinten nochmal zum Heilen ein Bänderabreu. Habe ich das Krönchen auch drauf. Und ja, und jetzt nochmal hier den Hip-Hop Bob. Und damit haben wir das Ding gewonnen. So. Perfekt. Sehr, sehr geil. Und noch 6 Matches. Das ist natürlich ein weniger schöner Start. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer Flag Football. Und ja, komm, gleich nach Salzin hinterher. Jetzt nochmal pushen von der Seite. Und ein Pimp My Slay noch drauf. Und eine Fahrtschool. For shifted
Das war's. Noch fünf Matches. Lass uns mal überlegen, das werden 32, 34. Also wir spielen jetzt erstmal die. Dann gucken wir mal, was passiert. Komm, wir nehmen den mit dem Roger aus. Ich krieg den sowieso nicht One Hit Down. Dann machen wir das mal so. Besser. Besser ist das so. Nicht wahr? Und dann haben wir hier einen Hank Hill. Und den lassen wir jetzt einfach mal da hinten rennen. Auf dem. Genau. So, jetzt hier vorne nochmal die Louise hin. Komm, Hank Hill, mach deine Arbeit. Oh, das ist echt eine Karte, noch nicht erforscht. Das ist eine neue Combo oder was? Müsste ich mir echt mal reinziehen. Ich will jetzt einfach mal ein Ding weiter nach da hinten kommen. Ich bin jetzt sowieso, ich muss sehen, nur noch blocken hier vorne. Nur noch den da blocken und dann habe ich den Fans of Nudity. Nudity. Also schon wieder der nackische Fan gewesen. Gibt's ja gar nicht. Kann aber nicht wahr sein. Schon wieder der nackische Fan. So, Bridal Gates. So, Phil 0822. Okay. Dann haben wir einen Hank hier. Pimp My Slay ist natürlich geil. Da kommt nämlich die Dream Guitar bei raus und da kann jetzt nichts mehr. Auch wirklich gar nichts mehr schief gehen. Das Ding wird definitiv gewonnen werden. Jo, und nur noch die Snot Rocket da drauf und Dead Wars. Das war's gewesen. Baby. Du bist zerstört. Jawohl. Alles klar, noch drei Matches. So, da haben wir einen Roger und einen Mr. Business da drauf. Und der macht schon richtig schön viel Schaden. Jetzt könnten wir uns noch was Gutes überlegen. Ich mache jetzt mal hier einen Fünferbonus. So, und dann komm. Falls noch irgendetwas sein sollte. Ah, jetzt haben wir den Diorama Jean. Auch den mit dem Grünchen versehen. Perfekt. Ganz, ganz wichtig. Noch zwei Matches. Ja, da fange ich doch mal. Gegen James L20, 21. Fange ich doch mal. Dream Guitar. Ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich bin mir jetzt noch nicht so wirklich sicher, was ich nehmen möchte. Machen wir mal so rum. Ey. Okay. Und jo, jetzt kommt die Dodgeball Louise ins Spiel. Und jetzt die schlimme Tina, aber die kommt wahrscheinlich gar nicht mehr zum Einsatz. Genau. Perfekt, würde ich sagen. So. Letztes Match. Dann haben wir es auch schon wieder gepackt. So, schauen wir mal gegen Charlie. Letztes Match gegen Charlie. Ja, fangen wir einfach mal so an. Oh, der betrunkene Peter. Der gefällt mir.
Der zerstört erstmal so ziemlich alles, was ihm in den Weg kommt. Jetzt haben wir hier noch Terrestrial Cycling, der Gagaball. Gagaball ist immer gut. Und ich muss echt die Tina mit der Korkgun noch schnell. Das ist sonst doof. Was mache ich nach diesem Match hier? Tina mit dem. Mit der Korkgun. So, wenn's. Ja, wir müssen ja noch gucken, wie es ausschaut. So, jetzt gucken wir mal. 22 Minuten noch zu spielen. 37 haben dort gekämpft. Bei uns haben gekämpft. Moment. 42. So, Cuddly mal wieder, wie immer, mit einer glatten 1000. Unfassbar. Congrats, man. Und dann Nutty Nate, Phobos, Snorts, The King, Knuckster, Real Hassknecht, Ken Berger, Mark Foul, Player, Andrelo, Simal, Jesse, Gabriel, Alexander, Dreifuchs, Marunga, Stewie, Tino HD, Towelli, Dan, The Man, Magal über 500, Ililil, Oshi, Manubaya, Lord Universe, James, Eisenzwerg, Zardos, Blaze to Terror, Wovan, Max, Ruffy Traffy, Der Veni, Schmobi, Copper Donut, X-Strike, Georgios, dann komme ich da unten, Nüsse 2, Dark Müller und Derelikt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown, mit mir dem Herrn gleich. Jetzt geht's gleich rüber in Gilde Nummer 1. Also macht's gut, bis dann und tschüss.